Hallo und herzlich willkommen hier in der Nachbarschaft unserer Zuschauer-WG. Schauen wir uns doch einfach mal um. Ja, wir haben das Problem mit der Nachbarschaft und der Zuschauer-WG. Naja, mit der Nachbarschaft haben wir kein so wirkliches Problem, eher mit der WG, denn noch stehe ich hier alleine rum und weiß nicht so recht, mit mir alles anzufangen. Und ja, deswegen würde ich sagen, schauen wir uns doch als erstes mal so die neuen Mitbewohner an, die wir hier dazu holen können. Machen wir uns doch etwas Musik und... Ja, Mensch, komm, Ina, geh mal tanzen. Und dann schauen wir mal, dass wir in die Galerie verschwinden. Und, ja. Wenn ich so tanzen würde, wäre ich auch total glücklich. So, nein, wir gehen jetzt mal in die Galerie. Und schauen mal, was ihr da so Wunderschönes hinterlassen habt. Ich finde, die Geister sehen voll cool aus irgendwie. Dadurch, dass sie diese Effekte nur am Rand gesetzt haben, sieht es sehr plastisch aus. Total toll. So, ja, nee, meine Bibliothek ist jetzt irgendwie nicht so gefragt, sondern eher die Community an sich. So, wir wollten ja nach Hashtags schauen. Und ihr hattet zum Beispiel eingegeben MHC, habt ihr mir gesagt. Okay, was haben wir denn da Schönes? Schauen wir uns einfach mal an. Ja, der Sim ist für dich, Ina. PS, kann in die WG eine Kuhpflanze kommen? Das wäre echt cool. Okay, ich persönlich muss ja sagen, fände es auch echt cool, wenn ihr so die Namen dazu geschrieben hättet. Können wir mal bei Anna reingucken. Komm, wir gucken mal bei Anna rein, was Anna schon so erstellt hat. Ah, wie gut. Wie gut ist das denn? Ugly to Beauty Challenge. Ja, das hat auf jeden Fall was. Okay, sehr nett. Wer bist du denn hier eigentlich? Für Miss Hortley C. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, ich persönlich muss sagen, fände es leichter, wenn man Apple Sweet? Ernsthaft? Und hier steht nichts, ne? Also, ich finde es ein bisschen kompliziert, hier rauszulesen, was sein soll, oder? Findet ihr das auch schwierig? Ah, okay, das ist Haushalt an sich, oder was? Ah, gut, okay, ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden hier. Anastasia, also entweder Anastasia oder Anastasia, einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn du das siehst. So, das ist natürlich sehr viel einleuchtender, wenn man das nebenbei noch hat. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Nee, weil so habe ich mit der Galerie noch gar nicht mich beschäftigt. Und von daher finde ich das echt cool. Seht ihr? Okay, ich nehme alles zurück. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh, Freundin der Welt. Spinnerin, selbstsicher, gesellig. Ja, einige von euch haben ja die Zuschauer-WG so ein bisschen als Wettbewerb verstanden. Und das ist ja an sich nicht. Weil ich wollte einfach nur eine Auswahl haben von ein paar Sims, die ihr erstellt habt, damit wir das so als Gemeinschaftsprojekt machen können. Und auch sehr interessant, muss ich sagen. Und das wollte ich halt irgendwie insofern auf die Beine stellen. Oh, das sieht aber cool aus. Da fehlen mir gleich die Worte. So, Grüblerin. Ah, herausragende Malerin. Fröhlich, kreativ, romantisch. Also die Kali, die finde ich ja schon echt cool, ne? Also Kali hat auf jeden Fall was. So, was haben wir noch für Hashtags gehabt? Lass mal überlegen. Miss Hotel C hatten wir auf jeden Fall. So. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Irgendwie ist die Musik weg, ne? Das ist ein bisschen Banane. Jasmine Simon. Hoher Stoffwechsel. Das ist eigentlich auch ein cooles Merkmal, so als Sondermerkmal. Genie fröhlich. Jasmine kommt aus Frankreich und möchte jetzt gerne in der Sims-Welt ein neues Leben anfangen. Ist eigentlich eine ganz coole Geschichte so. Ja, keine Sorge, ich suche jetzt erstmal zwei Leute raus. Und, und möchte da einfach nur tolle Persönlichkeiten. Also wie das Sim aussieht, so optisch, hier, sie hatten wir ja auch schon, ne? Das war doch, ja, das genau, das war unsere Apple Sweet. Finde ich aber auch cool mit den Haaren und so, das Gesicht ist auch voll hübsch. Es geht mir jetzt eher darum, also den finde ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Ist es jetzt Jakob oder Jacob? Weil der Nachname irritiert mich ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Es ist sehr schwierig für mich jetzt hier aus zwei Sims zu wählen.
Obwohl es eigentlich gar nicht so viele sind. Ich weiß gar nicht, was wir noch für Hashtags hatten. Ich glaube, Zuschauer-WG war einer, ne? Okay, das sind doch schon einige. Sieht auch cool aus, ne? Wie heißt denn du? Die Clara Winters. Was hat sie hier so? Partylöwin, aufgeschlossen. Selbstsicher, Kunstliebhaberin, Bro. Finde ich ja auch mal mega cool. Die würde sich super hier mit der... Wer war das? War das Jasmine? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls mit ihr verstehen. Weil das finde ich ja mal Knorke, ne? Oh, schauen wir einfach mal weiter. Sim für die Zuschauer-WG. Für dich, Miss Hortelisi. Oh, wie schön. Serienromantikerin finde ich ja so als Lebensziel, Bestreben auch total cool. Fröhlich, tollpatschig, gesellig. Rose Duncan. Ach, Mann, ey. Ach, die Kali war das, die ich so cool fand. Ja, Kali. Stimmt. Ah, die Jasmine war halt auch cool. Kali und Clara. Haha, was ist Name mit C, Junge? Das hat's hier voll. Krümelfee-Keks. Geiler Name. Wie heißt sie? Kairi? Hat es ihrem Leben selten leicht. Sie musste viele Schicksalsschläge allein. Dadurch ist sie jetzt magersüchtig. Kannst du ihr helfen? Oha, das ist ja schon eine sehr interessante Story. Musikalische Genie, kreativ, Musikliebhaberin, Einzelgängerin. Also von der Persönlichkeit her auch nicht übel, ne? Ich überlege gerade, ob ich euch einfach abstimmen lasse. Weil dadurch, dass ich jetzt erst zum Aufnehmen komme, kann ich auch noch die nächsten 2 Tage irgendwie... Hallo Amanda. Oder Amanda, je nachdem. Wer bist du denn? Monica Lewis. Ah ja, die Sandra, die sagt mir was. Die hat mir was geschickt. Das weiß ich. Ich habe mir alle eure Einsendungen aufgeschrieben, dass ihr das gemacht habt. Falls ihr eure jetzt hier drunter nicht vorfindet, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann freue ich mich da auch sehr drüber. Dann suche ich da auch nochmal. Candice ist ein hochnäsiger, gemeiner Snob. Doch was viele nicht wissen, ist, dass sie sich eigentlich nur nach der wahren Liebe sehnt. Oh, also sieht voll drollig im Gesicht aus, ne? Was möchte sie denn gerne? Seelenverwandte. Oh, verführerisch, gemein, Snob und romantisch. Oh, das sind so süße Merkmale. Okay, wer bist du denn hier? Die Hanna Staubach. Okay. Aber ich muss sagen, ihr habt immer so dieselben Merkmale, ne? Ihr seid entweder fröhlich oder romantisch oder, na gut, familienbewusst hatten wir jetzt noch nicht so oft, aber hier musikalische Genie ist auch oft das Bestreben. So, hier haben wir wieder unseren Jakob, schlag mich tot. Also, es war ja auch jetzt nicht die Aufgabe, prinzipiell nur eine Frau zu erstellen oder prinzipiell nur ein Mann. Ich habe mich selbst erstellt, da ich dein Video gesehen habe, Ina. Sie kommt mir schon sehr nah und hoffe, sie kommt in die WG. Liebe Grüße, Sarah. Ja, Sarah sieht auf jeden Fall sehr cool aus, ne? Sarah Schulz. Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich gerade lache. Ich fand einfach dieses Sarah Schulz total witzig. Ich glaube, ich habe gerade einfach nur über das Schulz gelacht, ne? Ach, Mio. Gut, wen haben wir denn hier? Sommer. Ich weiß nicht, über so einfache Namen, so ganz normale Namen muss ich immer lachen. So auch typische deutsche Namen, da fange ich immer an zu lachen. Ich weiß gar nicht, warum. Hier schaut mal, schon wieder Musikliebhaberin. Ihr seid sehr kreativ und Bro findet ihr ja auch total toll, wie es ausschaut. Ja, Christina Sommer. Hallo, Christina Sommer. Ja, hier hätten wir dann wieder Apple. Hallo, Apple. Apple finde ich ja auch cool, ne? So. Lorraine Sweet. Sind die von derselben Person? Nee. Aber schön, dass hier alle sich so sweet sind. Das ist auch gut. Ja. Was haben wir hier? Die Kuratorin. Das hatten wir auch noch nicht, ne? Sammlerin, Spinnerin, ehrgeizig, romantisch. Der muss meine... Ah, okay.
Ja, ich muss sagen, richtig gut gelungen, der Nathan Reese. Also, ne? Also, Womanizer ist da schon sehr passend, finde ich. Also, rein optisch schon, oder? Leute, was sagt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Cool, cool, cool. Weil, ich werde jetzt einfach wirklich niemanden aussuchen. Ich zeige euch jetzt einfach die Folge lang nur die Leute, die so da sind. Ich finde es gerade nur blöd, dass die Musik fehlt. Ich hoffe, ich war so schlau und habe danach noch welche eingeblendet. Weil, das ist gerade ein bisschen stumm hier bei mir. Lucy ist sehr sportlich und kreativ. Sie malt unheimlich gerne. Deswegen ist ihr Lebenswunsch, eine berühmte Malerin zu werden. Ich habe diesen Sim für Miss Hotly C erstellt. Hallo! Ja, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich finde auch das Tattoo halt cool. Herausragende Malerin. Aktiv, kreativ und gesellig. So, wo waren wir denn jetzt? Oh ja, ich habe das Gefühl, ich habe mir hier... Achso, hier war nichts zum Durchlesen. Ich wollte gerade sagen, ich muss mir doch irgendwas durchgelesen haben. Oh, Jake ist ein Witzbold. Seht ihr, das habe ich auch vergessen. Weil immer, wenn hier nichts steht, dann gucke ich nicht wirklich nach. So, Bro und gesellig. Yay. So, wer bist du denn, meine Liebe? Rebecca Summer. Dieser Sim ist für die Zuschauer-WG von Miss Hot Blissy. Danke. So, Spinnerin, fröhlich, gut. Ja, ne, kann man was mit anfangen? Hier kommt mir bekannt vor. Ach ja, das war wieder die Anastasia. Und die Kuhpflanzenaufforderung, genau. Oh, wer bist du denn? Zeig dich mal. Die Lila Fails? Gute Frage. Was möchtest du denn werden? Eine Meisterköchin. Du bist selbstsicher, perfektionistisch und ein Vielfraß. Oha. Dankeschön. Und wer... Oh. Ja, Pink ist da das richtige Wort, würde ich sagen. Und Kleopatra. Na, Halleluja. Wunsch musikalisches Genie hatten wir heute noch nicht. Wahnsinnig kindisch und Spinnerin. Nach ihrem Besuch im Irrenhaus hat Cleo genug. Noch durchgeknallter, hübscher und pinker zu werden, ist ihr allergrößter neuer Traum. Ist das eine gute Idee? Ja, eine gute, gute Idee ist das auf jeden Fall. Nee, finde ich wirklich cool. Also würde ich sagen, schreibt mir jetzt einfach mal, falls euer Sim nicht dabei war, unter denen, die ich jetzt hier gezeigt oder rausgesucht oder wie auch immer habe, wenn ich jetzt irgendwie noch einen bestimmten Namen suchen soll oder ich weiß nicht was, ich weiß halt nämlich wirklich überhaupt nicht mehr, wer jetzt hier irgendwie dabei war. Aber ich bin froh, dass die meisten wirklich die Zuschauer-WG als Hashtag gewählt haben, weil dadurch, dass es nicht ging, dachte ich schon, ach je, hoffentlich finden wir die alle. Und ja, stimmt jetzt einfach mal in den Kommentaren ab, wen ihr euch hier von der Zuschauer-WG in die WG wünscht. Also zwei Leute hätte ich gerne, also dürft ihr auch gerne zwei Vorschläge machen. Und die werden wir hier als erstes einziehen lassen. Das werden nicht die einzigen bleiben, es kommt auf jeden Fall noch eine Person dazu. Die wähle ich dann allerdings aus, ohne euch. Nur ich will abwarten, wen ihr gerne wählt. Und ja, dann werden wir mit den vier Sims spielen und je nachdem, ob jemand stirbt oder ich keine Lust mehr habe, den Sim zu spielen, weil er langweilig ist oder weil ihr den zu extrem findet, dann werden wir einfach mal einen Sim wechseln, dann wird der nicht völlig verschwinden, der wird dann einfach in die Nachbarschaft einziehen und ja, wir werden uns einen anderen Sim suchen, den wir dann in die WG einziehen lassen. Wir können das natürlich auch jederzeit wieder zurücktauschen, wenn ihr sagt, hey, ich vermisse den Sim, hol ihn mal wieder in den Haushalt zurück, können wir das natürlich auch machen, das ist gar kein Problem. Und ja, ich tanze hier erstmal noch den Frieden herbei, yay. Yeah. Chill, wir suchen eine WG, woo. Wow, ich gehe ja voll ab. Wahnsinn. Das sieht so lustig aus. Ja gut, ich tanze generell mit Augen offen. Ja, ja, ich tanze gern mit mir allein. Das sagt mir mein Merkmal auch gerade, wie schön. Ja. Gut, ich scheine auch alleine Spaß zu haben. Ach nee, okay. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge am Freitag, wo ich dann die Ergebnisse bekannt gebe. Also schreibt fleißig in die Kommentare, wen ihr euch wünscht. Und ja, dann bis dann und ciao.